Mahlzeit und willkommen bei Projekt Hirnfrei. Gut, ich sagte ja, es geht weiter mit Menüs. Also jenen Dinger hier oben. Die sind überaus nützlich. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, bis das so gelaufen ist, wie ich das wollte. So. Dich kopieren wir. Ich benenne mir um. Nein. Oh, wird immer mehr. Das ist auch gut so. So. Und da rein mit dir. Und los geht's. Also. Dieses Mal müssen wir hier nichts groß inkludieren. Zumindest glaube ich das nicht. Dafür brauchen wir hier eine neue Struktur. Menü. Mein Menü. Zack, zack. Ja, das hier natürlich auch noch. Ach Mann. Irgendwann lerne ich das. Glaube ich. So, jetzt brauchen wir ein EM-Title. Ich habe da, glaube ich, was. Nee, halt falsch. So. Ah, okay. Gut. Gut zu wissen. Also, wie gesagt, wir brauchen ein New Menü NM Titel. So heißt das Ding. So, das nennen wir einfach Datei. Das braucht kein. Aber das ist gleich. Ne? Null. Oder null. Bevor wieder jemand knatscht. So. Das war der Titel. Dann brauchen wir jetzt ein NM-Item. Das nennen wir beenden. Hier können wir jetzt sagen, B, dann sollte das, wenn man Amiga B drückt, was ich euch leider nicht zeigen kann, da ich null Ahnung habe, wo hier die Amiga-Tasten sind. Ja, eben. Ja, also ich kann es euch nicht zeigen, aber es sollte so funktionieren. Ich vertraue einfach mal drauf, dass es so ist. Gut, dann haben wir jetzt hier, damit wir das auch sehen, wie das mit mehreren Menüs geht. Hilfe. Komm, 0, 0, was auch immer. 0, 0, 0. Zack. Und hier dann, Item. Wie nennen wir es? Über. Weil wir sind unglaublich einfallsreich. So. Das muss man nicht über das Tastaturkürzel erreichen können. Und dann braucht man auch einen. Ja. Damit das Programm auch weiß, da ist dann Schluss. Das braucht gar nichts. Das ja, ist so zufrieden. Zack, zack, zack. Peng. Gut, haben wir die Struktur schon mal drin. Jetzt gehen wir mal hin. Die wollen wir auch irgendwo da drin haben. Da gehen wir hier hin und sagen, das muss ich jetzt kurz nachlesen. New. Wie? Look, Menüs. Ich habe gelesen, das wäre vom Vorteil, wenn man das einsetzt. Und dann brauchen wir hier Window. Do. Menü. Komma. Mein Menü. So. Gut, rein technisch gesehen war es das schon. Rein untechnisch war es das nicht. Ja. Glass Window ist da drin. Proto. Moment, ich lese nach.
Okay, wir inkludieren dann doch etwas. Wäre auch zu blöd, wenn ich Glut. Getools.h. So. Ha, schon geht das. Das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, passiert was? Peng. Beenden. Da seht ihr das mit diesem Amiga B. Das ist das, wenn man da hinten so ein neues Zeichen dran setzt. Aber wie gesagt, nützt es ja nichts. Außerdem funktioniert hier ja nichts. Das ist ja scheiße. Also das müssen wir dann jetzt ändern. Weil, ja, das soll ja auch alles Hand und Fuß haben. Oder sehe ich das falsch? Dafür müssen wir was definieren. Ja, das ist komisch. Ist aber so. Und zwar... Define. Ja, aber mit Dings bitte. Define. Menü. Datei. Beenden. Voll, das da muss ich jetzt. Num. So, damit sagen wir jetzt ihm hier, wo wir dann später mit der beim Event drauf zugreifen. Wir wollen aus Menü 0, also aus dem ersten Menü, Datei, das wäre hier also 0, das nullte Element. Logisch, oder? Und das ist, hat keine Untermenüs. So, das brauchen wir dann noch für... Mensch, ich mach das immer wieder. Define, Menü... sagen wir einfach Uber. Das hat allerdings nichts mit Dings zu tun. Full Menü. 1,0,0. So, ich hoffe, ich habe es richtig rumgemacht. Gut, dann müssen wir hier unten noch was reinbasteln. Und zwar das SketchUp. Machen wir es hier einfach oben drüber. Und zwar Case. WMHI Menü Pick. Richtig. Denke ich. So, in dem Fall werden wir dann machen Switch Ereignis und WMHI Menü Mask und steht's. Das ist ja eigentlich immer dasselbe. Dann fangen wir an. Case Menü. Oh, hier, was schreibe ich denn da? Menü. Ich kenne doch gar keinen Manu. Doch, ich kenne Manu, der ist cool. Beenden. Doppelpunkt. Das soll er dann logischerweise dasselbe machen, wie wenn wir es hier unten beenden. Also glauben wir das einfach. Ne, da oben. So. Das wollen wir haben. Gib es her. Komm, mach schon. Da soll es rein. Habe ich gezielt? Nein, ich habe nicht gezielt. Aber ich habe was gelernt. Hey, geil. Zack, 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 zack. Dann müssen wir noch eine. Zack, 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 zack. Ende gibt's nicht. Doch, geil. Ah, oh, ja. Mit Shift und Pfeiltasten. Ich wusste doch, irgendwie geht's. So, zack, zack, zack. Da muss ich ja noch irgendwo einen Break reinfummeln. Doch, muss ich. Break, so. Das heißt, wenn wir ihm hier kommen mit, ja, ihr wisst schon, mit Tritra und Rulala. Also, wenn wir hier ausmachen wollen, dann. Ja, ich rede einen Stuss halt, oder? Also, rechts Mausklick, beenden, ruft er das auf, da geht unser Request nochmal auf, wenn wir da OK drücken oder Ja drücken, ich weiß es gerade nicht mehr, zack, sind wir aus. Gut, hätten wir das. Dann hätten wir jetzt noch Case, Menü, Hilfe, Uber. So, dafür bräuchten wir dann rein technisch gesehen... auch ein Request, also basteln wir uns eins.
Dafür müssen wir nochmal da hoch. Ey, mir hat schon ein ziemliches Ding da hingeknallt, hä? Wo habe ich dich denn drin gehabt? Beendenobjekt? Was? Beendenobjekt? Habe ich das nicht irgendwie anders genannt? Quest New beenden. Moment, Moment, Moment. Achso, wir hatten einen Requester, das haben wir beenden Dings genannt. Requester New. Ja, genau. Ja, nein. Kommen Sie mal anständig. Wir sind ja nicht faulen, oder? Sind wir faul? Könnt ihr in Kommentare schreiben, ob wir faul sind oder nicht. Upa. Ist ja im Prinzip dasselbe, nur sagen wir hier einfach nur okay. So, das heißt, wir brauchen dann hier oben doch ein Uber-Objekt. Klauen wir, fügen es ein. Nennen es total geschickt Uber. Hier dürften wir dann aber eigentlich Uber sagen dürfen. Gut, wenn wir es hier oben gedingst haben, müssen wir es hier unten auch wieder freigeben. Weil wir sind ja anständig. Wir wollen ja keinen Speicher zukleben. Besonders nicht bei einem Betriebssystem, das keinen Speicherschutz hat. Uber-Objekt. So. Dann kleistern wir jetzt hier rein. F. Obwohl, ne, das ist Blödsinn, da brauchen wir keine F. Uber-Rick. Na, das brauche ich nicht. Das kann ich zur Not dann gerade noch so selbst einschreiben. 033C, weil wir wollen es ja in der Mitte haben. Wie nennen wir den Käse? Moment. Also nicht übertreiben. Genau, so mache ich das richtig, Ding. Tutorial. Ah, ja. Voll schick, oder? Jo. Ups, dann schauen wir da, glaube ich, nichts gebaut. Break. Okay, wie viele Millionen Fehler habe ich da jetzt wieder reingetippert? Ein paar. Was? Achso. Ja, mein Gott. Man kann ja auch mal was vergessen, oder? Was? Argument ist missing. Ah, da brauchen wir wahrscheinlich das Window noch, gell? Ah, gut, ne, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und zwar das Uber. Objekt hätte ich mir ja eigentlich denken können. Weil warum soll ich es oben definieren, wenn ich es unten nicht einbaue? Wäre unnötige Speicherverschwendung. Was? Wie hier hört auf einmal da. Achso. Ja. Da hat er gar nicht so Unrecht. Manchmal ist er schon schwer schlau, der Bub. Ich merke gerade, manchmal mache ich beim Käse eine Klammer hin, manchmal mache ich es nicht. Sind wir einheitlich. So. Na, hervorragend. So, okay. Das heißt, fangen wir mal mit über an. Zack. So, projektierenfreie Tutorial-Reihe. Ist doch cool, hä? Nur mit einem. Okay. Okay. Passiert sonst nichts. Während. Wirklich beenden? Also wirklich ganz sicher? Nein. Bleibt. Okay. Hervorragend. Beenden. Ganz sicher. Ja, und tschüss. Geile Scheiße, oder?
Es ist also im Prinzip gar nicht so schwer. Man kann dann noch, wenn man dann, wie wir es beim Texteditor zum Beispiel machen, sagen wir, ich habe hier noch zwei Dingsen für Laden und für Speicher und da kann ich noch ein besonderes reinbauen. Und zwar, hier machen wir jetzt mal Laden, ein L, ein S für, ja richtig, Speicher. So, und hier anstatt einem Titel machen wir NM Bar Label. Okay. So, hier ein Null, Null, wie auch immer. Dann sieht der Spaß, wenn wir ihn kompiliert haben, so aus. Flum, flum. Das ist, da haben wir hier dieses, das ist das Bar-Label. Das kann man auch noch grafisch machen und das alles. Und ja, aber mache ich jetzt hier, ja, das mal gucken, ob ich das dann irgendwann reinbastle. Vielleicht beim Editor oder sowas. Ja. Ansonsten, klar, die Tassen. Was? Ach so, ja, richtig. Jetzt geht beenden nicht mehr. Hier müsste ich dann jetzt. Yep. Also 0, 1, 2. Das ist ein guter Hinweis gewesen, weil das sieht man dann jetzt, dass das Bar-Label nicht mitgezählt wird. Entweder das oder das geht jetzt nicht. Okay. Also da sieht man, dass Bar-Label mitgezählt wird. Okay? Also, nein. Also 0, 1, Bar-Label ist 2 und 3. Ja, ich weiß, ich habe gerade eben gesagt, es wird nicht mitgezählt. Aber ich darf mich doch auch mal irren, Menschenskinder. Seid mal nicht so engständig. Okay, dann sind wir bei ein bisschen mehr wie einer Viertelstunde. Ich würde sagen, das reicht dann. Das können wir dann jetzt schön nächstes Mal ins in den Texteditor einbauen. Was ich noch gucken muss, wo ich gerade ein bisschen dran hadere, ist, der Texteditor hat hier ein Menü, seht ihr, mit Dings, mit Checkbox quasi vorn dran. Da habe ich noch nichts zu gefunden, wie man das realisiert. Also falls da jemand eine Ahnung hat, ich wäre für Informationen sehr dankbar. Ansonsten sage ich mal, danke fürs Danke fürs Zuhören. Einfach danke reicht. Und ich hoffe, ich konnte euch da jetzt was mit zeigen, was näher bringen. Am Donnerstag, also voraussichtlich Donnerstag. Es kann auch sein, dass es Mittwoch oder erst Freitag wird. Oder vielleicht sogar erst nächste Woche, das weiß ich noch nicht so genau. Kommt dann eben der nächste Teil von PHID, wo wir dann die Menüs da einbauen. Zumindest mal beenden, über und wir bauen, ja, laden, speichern und dann mal ein. Speichern können wir auch funktionsfähig machen, nur Speicher untern und laden noch nicht, weil dafür brauchen wir erstmal noch dieses ASL-Requester. Also, wenn ich weiß, was das ist das hier. Heißt ASL oder ALS? Eins von den 5. Auf jeden Fall, das brauchen wir dann ja auch. Das kommt dann nächste Woche hier bei den Tutorials an die Reihe. Gut, bis dorthin würde ich sagen, ja, wir sehen uns leider.